Liebe Checker-Freunde, Ambiente-Beleuchtungsvideo traditionell. Was haben wir? Den neuen Passat. Exklusiv. Ausstattungsvariante. Sieht man an der Ambiente-Beleuchtung. Die ist da serienmäßig mit dabei. Und daher machen wir da halt natürlich ein Video, ist klar, ne? Und ich finde, die haben es richtig schick gemacht. Ich habe hier den Weitwinkel genommen, dass wir alles hinkriegen und dann. Oi, Passat. Schön. Also mega. Auch hier. Schön beleuchtet, die USB Typ C schön beleuchtet. Wir haben eine Fußraumbeleuchtung, Up Business mit dabei. Wir haben hier die Taschen beleuchtet, hier seitlich, den Rand lang. Kann man alles zweifarbig einstellen, das gehen wir gleich nochmal durch. Dann hinten die 3-Zonen Klimaautomatik und natürlich da hinten auch die schöne ambiente Beleuchtung. Zwar nicht mehr irgendein Streifen oder so, aber nett, also ist richtig gut. Auch hier oben, ne? Schon schön gemacht. Auch Fußraum hier unten. Sieht auch gut aus. Junge, was man hier Platz hat, echt übel. Und hier oben dann natürlich unsere ganzen SOS etc. Ne? So. Und digitale Display, das ist auch Serie. Natürlich ist Lenkrad beleuchtet. Also wirklich, Schalthebel finde ich ganz gut gemacht. Dann haben wir hier Platz für Sachen zum Spielen. Ja, so ungefähr. Entspannt. Hier oben. Nee. Auf Ambiente. Zack, da sind wir schon. Da kann man natürlich auch selber das einstellen, wenn man es will. Hoppla. So, das sieht schon cool aus, ne? So. Dann gehen wir zurück auf. Finde ich auch. Und da geht auch immer das Display, wird auch farbig immer mit angepasst, ne? Das sieht schon schick aus. Also, schon gut. Natürlich geht es natürlich auch hinten dann natürlich wieder mit, ne? Ist klar. Also, auch die Türgriffe sind beleuchtet. Hier vorne sieht man. Ne, auch. Also schon schick. Oh ja, machen wir richtig schön. Also ich finde es schon echt edel. Wir sind nächste Woche auf den Passat gespannt. Wir kriegen danach gleich den Passat zum Testen. Und echt fein. Also, ist gut gemacht. Was? Okay. Ne, auch schön. Ja. Und dann können wir natürlich hier noch die Helligkeit einstellen. Ist eigentlich schon komplett hell. War es zumindest vorher. Individual. Da haben wir das eingestellt. Gehen wir hier hin. Dann gehen die Farben so. Oder ich tausche. Dann dreht sich es gerade rum. Nach einer ist unten blau. Ah ja, okay. Dann gehen wir hier hoch. So. Ja, und dann geht das Blau da hoch. Da kommt lila und dann unten Fußraum wieder. Ja, ist schon cool. Man kann natürlich auch die ganzen Farben einstellen. Ne? Wie ich Lust und Laune habe. In Rot, zurück über Grün, ja, und dann hier unten das Display, das untere ist praktisch dann das obere, hätten sie gleich mal rumdrehen sollen, ja, dann würde es auch zur Linie passen, komischerweise. Der untere ist für oben und der obere ist für unten hier. Egal, aber auch die Kombi, ne, obwohl ich nicht so auf Grün stehe, ja, echt schick, also muss man sagen. Und da kann man Helligkeit dann aber hier auch nochmal einzeln verstellen an den verschiedenen Punkten, wo man seine Türen gerne hätte. Da finde ich natürlich auch gut. Hier wieder zurück zu den Farben. Swoop. Machen wir hier blau und hier lila. So. Ne? Für die Mädels und Jungs. Also schon cool gemacht. Ambiente Beleuchtung, der neue Passat. Exklusivausstattungsvariante. Cool. Hier die Home-Taste. Guckt euch das Systemvideo an. Also wirklich, das ist auch schnell, ne? Das funktioniert wirklich gut. Also gut gemacht, weg, dass man nichts sieht. Ja, coole Sache. Das war's schon. Wünsche euch was, denkt an die ganzen anderen Videos und vielen Dank an die Autohäuser Weber, Kalf, Leonberg, Herrenberg, Weil der Stadt. Ja, macht's gut, bis dann. Tschüss.